So Leute, da sind wir wieder. Es wird mal wieder Zeit für ein Urlaubsbild, was wir verbessern. Urlaubsbilder schnell verbessern. Ey, wir waren so viel unterwegs in letzter Zeit. Wir waren in diesem Jahr schon in Ghana, in England, jetzt gerade in den USA. Wir haben das ganz große Privileg, beim Super Bowl arbeiten zu dürfen. Ich hoffe, ich mache euch jetzt nicht zu neidisch. Da draußen die Football-Fans. Ja, wir waren im Stadion. Ja, es war sensationell und das war in Las Vegas. Überragende Stadt. Waren schon ein paar Mal da, aber es ist immer wieder faszinierend. Was wir aber auch machen, wenn wir in so großen Metropolen sind, wir schnappen uns einen Mietwagen und fahren mal ein bisschen raus, um zu gucken, wie es so drumherum aussieht. Und ich habe immer eine Kamera dabei. Und wenn es nur zum Einkaufen ist. Wir sind so im Ausland meistens Selbstversorger und noch in diesem Fall haben wir das Foto gemacht, als wir zu unserem Lieblingssupermarkt Target gefahren sind, also etwas außerhalb von Las Vegas, und auf dem Weg vom Parkplatz in den Supermarkt, kurzer Blick nach links, und dann denke ich, boah, das sieht ja cool aus. Palmen, Berge, blauer Himmel, sensationell. Also meine Frau dann auch schon rein, ich nochmal zum Outdoor-Kamera raus und dann schnell klick, klick, zwei Fotos gemacht. Zeige ich euch gleich mal das Bild, das wollen wir dann ja auch bearbeiten, aber wir haben auch einen kleinen Video dazu gemacht, mit dem Handy, und die Tonqualität, sorry, das ist nicht so doll, wir geloben Besserung, aber da kann man mal sehen, genau wo und auch wie wir das Foto aufgenommen haben, und das würde ich euch gerne mal zeigen. Los geht's. Hey Leute, hi. Wir sind hier gerade in Las Vegas, das heißt so ein bisschen außerhalb. Wir fotografieren hier den Super Bowl und sind am Einkaufen in unserem Lieblingssupermarkt Target. Und wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Fotomotiven, und zum Glück habe ich meine Kamera dabei, weil niemand vermutet, dass es hier eigentlich ein richtig cooles Motiv gibt. Ich zeige euch das mal. Also das hier ist der ganz normale Parkplatz. Das ist nichts Besonderes, gebe ich zu. Aber da hinten, schaut euch das mal an. Ich ziehe es mal ein bisschen auf. Palmen, schneebedeckte Berge. Da probieren wir noch mal ein ganz schnelles Foto zu machen und bearbeiten das nachher mal zusammen. Okay, wir probieren mal, was geht. Auf geht's. Und jetzt hocke ich hier einfach auf dem Parkplatz. Da hinten ist blauer Himmel, da hinten sind ein paar Berge. Ich habe hier ein 70-200. Ich guck mal kurz auf die Einstellung. Aber die sind bei gutem Wetter echt immer unwichtig. Ich bin hier bei 100 ISO, Blende 3.5. Was ich immer mache in der Belichtungskorrektur, probiere ich ein ganz klein bisschen runter zu gehen. Dann bin ich immer noch mal bei 2000, kann man das sehen? Weiß ich nicht, jetzt warte ich, bis kein Auto kommt und mache mal aus ein paar, mit verschiedenen Brennweiten mal ein paar Bilder, und die bearbeiten wir dann einmal zusammen. Bin gespannt, bestimmt ganz cool. So, ja, der Ton wirklich miserabel. Aber nochmal, wir arbeiten dran, das wollen wir in Zukunft besser machen. So, jetzt sind wir bei dem Bild, kommt mal mit auf den Monitor. Hier ist es, das ist es geworden, haben wir halt einen Augenblick gewartet, bis kein Auto da ist, und ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich mit dem Bild mache und wie ich es mache. Das ist wieder so sehr spontan und ich mache einfach das, was mir so irgendwie einfällt. Ich will hier auch gar nicht den großen Lehrer raushängen lassen, sondern einfach nur mal, ihr sollt einfach nur dabei sein, wie ich das mache, und vielleicht ist das ein oder andere dabei, was ihr mal für irgendein Bild gebrauchen könnt. Wie fangen wir denn hier mal an? Ich fange heute mal an mit dem Entfernwerkzeug. Klicke ich hier einfach drauf, mache den Pinsel dafür mal ein bisschen kleiner. Das mache ich bei Mac mit Control und Option gedrückt und kann dann bei gedrückter Maustaste links und rechts schieben, den Pinsel größer und kleiner machen. Hilft immer sehr. Und wir fangen noch mal an hier mit diesem Pönögel, der da so rumliegt. Da muss man auch gar nicht so super exakt sein, aber ich mache das sowieso immer nicht so super exakt, wenn ich weiß, das ist kein Kundenauftrag und ich brauche das Bild eh nur für Social Media oder so. Ich glaube, da kann man auch so ein bisschen, ich will es nicht fuschen nennen, aber ich glaube, zu viel muss man da immer gar nicht machen. Und manchmal muss man auch Mut haben und gucken, was passiert. Also auch dieses rote Flatterband, die Amis sperren ja immer alles ganz brutal ab. Wichtig ist bei diesem Entfernwerkzeug, dass ihr ruhig um dieses Teil, was weg soll, rumgeht. Also hier zum Beispiel, ich würde den gar nicht so komplett ausmalen. Ich würde lieber an der Kante einmal rumgehen, komplett loslassen, und normal müsste er den gut wegnehmen. Okay, er dupliziert so ein bisschen das Auto da. Ich glaube, das merkt nachher kein Mensch. Wir haben eine Kopie gemacht, gucken uns nachher mal an, ob das wirklich so ist. So, das Rote da oben stört mich aber schon. Was passiert da? Weg. Was passiert da? Das ist, glaube ich, noch was anderes. Nehmen wir auch weg. Dieses Schild hier stört mich auch noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, warum. Fällt das so auf? Naja, ein bisschen aufräumen. Zack, ist es weg. Und wenn da was anderes passiert, was nicht so schön ist, dann gehen wir halt noch mal kurz drüber. Der Schlauch liegt da irgendwie immer noch. Aber da wir nachher noch einen anderen Look und so drauf machen, fällt das, glaube ich, gar nicht auf. Was ist hiermit? Ich mache den Pinsel mal ein bisschen größer wieder. Control, Option, zack. Gehe hier mal rum und dann weiß Photoshop, aha, das Ding nervt, das soll weg.
Und was macht er draus? Ja, Picobello. Also, so reicht mir das eigentlich schon. Vorher, nachher, guck mal, mit so ein paar Sachen einfach ganz schnell ein bisschen aufgeräumt. Ja, wenn das in meinem Büro mal auch so einfach wäre, ist es aber nicht. Ich würde sagen, ich dupliziere die Ebene. Ich schiebe sie einfach hier unten auf dieses Plus und lass los. Und dann, hier oben nehme ich den Wert mal raus, mache ich das Bild mal im Ausschnitt etwas anders. Dann brauche ich mir nicht so, also die Laternen können meinetwegen noch da sein. Und ihr seht, dann sieht das schon gleich ganz anders aus, wenn das Gerüst und so nicht mehr da ist. Jetzt sagt ihr mir hier, und diese Dings da sind schief und so. Ja, gucken wir gleich mal, was wir da machen können. Ich drücke mal Enter. Ja, so gefällt es mir aber eigentlich schon ganz gut. Und mit dieser Ebene hier gehe ich jetzt mal in eigentlich den Startfilter. Und das ist Kamera RAW. Also Filter, Kamera RAW Filter. Monsterfilter, der ist so mächtig, aber das wisst ihr mittlerweile ja auch schon. Was mache ich da? Ich nehme jetzt hier mal die Lichter ein bisschen runter. Ich gebe den aber schon mal ein bisschen mehr Kontrast. Das soll ja auch knallen. Tiefen sind mir hier ganz wichtig, weil das Schild dann ein bisschen mehr herauskommt. Das McDonald's-Gebäude hier, was so sehr im Schatten steht, und das AT&T, das kann auch gerne noch mal ein bisschen raus. Ach, guck mal hier, dieses Danger. Soll das nachher noch? Na, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Mal noch ein bisschen mehr. Weiß mache ich mal ein bisschen heller. Auch dann knallt es ein bisschen mehr. Und schwarz, ja, können wir so eigentlich erstmal lassen. Farbe, ich glaube, in der Farbe mache ich gar nicht so viel. Kälter, wärmer, naja, vielleicht minimal. Vielleicht ein bisschen grün dazu. So, ich habe nachher noch einen LUT, den ich darauf knall. Den habe ich mir mal gebastelt. Den könnt ihr auch haben, wenn ihr wollt. So, eigentlich ist das schon gar nicht so schlecht. In den Effekten können wir nochmal ein bisschen mehr Klarheit nehmen und ein bisschen mehr Struktur nehmen und ein bisschen mehr Dunst entfernen, dann wird das alles nochmal knackiger. Ich gehe vielleicht noch einmal zurück ins Licht und reiß die Tiefen mal noch ein bisschen mehr auf. Ja, okay. Gut, ich sag mal, okay. So, was haben wir denn bis jetzt? Vorher, nachher. Ist ja schon was passiert, oder? Also, duplizieren wir nochmal die Ebene. Nee, ist Quatsch. Ich lösche das mal wieder. Duplizieren wir nicht. Ich erstelle eine neue Ebene einfach mal. Ich klicke aufs Plus. Die Ebene muss ganz oben sein. Vordergrundfarbe ist schwarz und ich fülle mal die Fläche. Ich gehe hier auf diesen Eimer. Wenn der Eimer nicht da ist, müsst ihr hier mal gucken. Das ist im Verlaufswerkzeug-Menü mit drin. Und wenn ich die Vordergrundfarbe schwarz angeklickt habe und ich gehe aufs Bild und mache einmal Klick, wird das Bild schwarz. Das nützt uns natürlich nichts, aber wir gehen ja auch in einen anderen Modus und wir nehmen mal farbig abwedeln. Und schon ist das Bild wieder da. Was wollen wir jetzt denn hier machen? Mit farbig abwedeln können wir gewisse Farben nochmal so schön zum Leuchten bringen. Und das würde ich gerne bei den Palmen machen. Ich möchte ja ein bisschen übertreiben und vielleicht auch den Bürgersteig hier so ein bisschen, dass das noch mehr ein bisschen rohrt. So, und dafür schnappe ich mir jetzt einen Pinsel, allerdings nur mit ganz wenig Fluss. Ich habe hier oben 6% eingestellt, also Deckkraft 100%. Fluss ist bei 6% und ich habe hier oben ein Farbfeld, das ziehe ich mir mal auf. Das könnt ihr auch hier machen, das ist ja wahrscheinlich irgendwie immer so Gewohnheit, wie man das macht. Es gibt ja wie so oft in Photoshop immer 1000 verschiedene Wege. Und jetzt suche ich mir mal eine Farbe, die, ich kann auch mit der Pipette erstmal hier reingehen, das macht oftmals Sinn. Also ich gehe mit dem Pinsel in dieses Feld, drücke die Alt-Taste und wenn ich da klicke, kann ich die Farbe aufnehmen, die ich habe. Und ihr seht hier, hat er mir dieses Dunkelgrün ausgewählt. Und dann bin ich schon mal ungefähr in dem Bereich. Was ich jetzt mache, ich will es ja heller haben, weil wenn ich jetzt damit male, dann ist es so, wie es ist. Ich mache mir das mal einfach deutlich heller, klicke OK und fange jetzt mal an, hier so ein bisschen drinne rumzumalen. Und wenn man muss das vorsichtig machen, weil wenn man anfängt zu malen, dann fällt das zuerst immer gar nicht so auf, wie sehr das schon rumrattert. Aber, und ihr seht auch, das ist ein ganz schönes Geschmiere, was ich hier mache, oder? Das kann mir ja keiner erzählen, dass ich das alles so sehr penibel mache. Guck mal, die können auch ein bisschen grüner werden hier. So, habe ich die schon, aber die steht ja so am meisten im Fokus. Und wenn ich jetzt hier mal raufklicke, vorher, nachher, guckt es mal an. Sensationell. Und ich kann auf dieser Ebene auch bleiben und suche mir nochmal eine andere Farbe. In dem Fall nehme ich nochmal so ein Rot, ein richtiges Böllerrot und sage, okay,
Und mal jetzt etwas kleiner. Hier mal diesen Kannstein so nochmal nach. Auch das fällt jetzt, wenn man malt, gar nicht so wirklich auf. Aber wenn ich euch gleich vorher nachher zeige, achtet man nur auf den Kannstein. Auch da ist nochmal wirklich was passiert. So, finde ich so schon ganz cool. So, und jetzt zeige ich euch nochmal meinen LUT, Lookup Table. Korrekturen, den habt ihr offiziell nicht, also eigentlich könnt ihr den nicht haben, weil ich habe mir den mal selbst gebaut. Und den nenne ich, oder habe ich genannt, Beach Friday 01. Und da mache ich jetzt mal Klick und der macht BÄM. Und jetzt sagt ihr, boah, ist aber viel zu doll. Und da habt ihr recht. Aber was ist denn, wenn ich davon Deckkraft nur 50% nehme oder 40%? Strahlt das mal? Leute, strahlt das mal? Also mit dem Bild als Urlaubsschuss bin ich eigentlich schon super zufrieden. Ganz einfache Sachen. Wir gucken nochmal vorher, nachher. Optionstaste gedrückt, Auge auf die Hintergrundebene ganz unten. Das ist es vorher, das ist es nachher, das ist es vorher, das ist es nachher. Zugegebenermaßen etwas übertrieben und auch zugegebenermaßen nicht ganz so fein gearbeitet, aber mir gefällt's, das ist das Wichtigste und ich hoffe, für euch war das ein oder andere Kleine dabei. Wie gesagt, wir haben von unseren Reisen ganz viele Fotos mitgebracht, es geht demnächst weiter. Wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, gerne in die Kommentare. Wenn ich das hinkriegen sollte, irgendwie, dann setze ich es um für euch, okay? Also, bis dahin erstmal macht's gut und bis bald.